Hey Leute, willkommen zu einer kleinen Folge Battlelands Royale. Ich kann es nicht glauben, aber ich habe meinen zweiten Win gemacht, also richtig cool, mit irgendeinem Online-Gegner. Also natürlich nur zwei Duo-Wins. Alleine würde ich es glaube ich nicht schaffen, weil ich bin dann schon ein bisschen gut geworden. Also ja, ein bisschen gut, was heißt ein bisschen gut? Eben besser geworden. Hab eben auch einen Doppelkill geholt. Habe ich vorher noch nicht gehabt, einen Doppelkill. Dreifach-Kill ist ein bisschen schwierig, musst du zwei Gegner und noch jemanden anderen, also wenn du jetzt durchspielst, alleine muss man, glaube ich, drei Gegner sofort mit irgendeiner krassen Waffe treffen, dann bekommt man ein Dreifach-Kill. 151 Gesamtkämpfe habe ich gehabt, 38 Gesamtkills, ein Doppelkill, 0 Dreifach-Kills, Gesamtsiege 2, habe ich gerade einen zweiten geholt mit einem Online-Gegner, kann ich gleich auch mal einen Screenshot an ihm blenden, oder habe ich schon eingeblendet, und 252 gesammelte Gegenstände, also sowas wie. Wie heißen jetzt, keine Ahnung, Verbandskasten oder wie der heißt. Also Fortnite hat da so einen bestimmten Namen für den Verbandskasten, aber der fällt mir jetzt gar nicht ein, weil ich Fortnite halt auch nicht mag und nicht spiele und so weiter. Und ja, gesammelte Waffen 284, schon ziemlich viel. Und 6 Vorratslieferungen abgeholt. Also richtig cool. Also Vorratslieferungen, also für die es nicht wissen, kommt immer einer von den beiden Waffen raus mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, ist die Waffe nochmal, glaube ich. Aber ich weiß nicht ganz genau, ich kann was mal gucken. Wenn die Waffen nochmal angezeigt, so nicht da auf Season 1 gehen. Hierauf. Ich glaube, die Waffen. Die beste Waffe ist die Bazooka. Dann kommt die mit Glück raus. Wenn man Pech hat, nur die Minigun. Aber die ist auch ganz in Ordnung, die Minigun. Einfach so auf der Map kann man einfach Scharfschützengewehr, Sturmgewehr, Schrotflinte oder Peacemaker einsammeln. Das sind halt den ganzen Werten natürlich. Naja. Außerdem ist den beiden Special-Waffen ist natürlich Scharfschützengewehr immer am besten. Finde ich immer, also das sammelt immer ein, macht natürlich richtig viel Schaden. Hat eben keine gute Feuerrate. Was genau die Feuerrate ist, das habe ich keine Ahnung. Aber könnt ihr, wenn ihr Ahnung von dem Spiel habt, könnt ihr gerne Kommentare schreiben, was die Feuerrate in dem Game bringt. Ich finde es richtig cool. Es gab vorhin einen Fehler in Battlelands Royale. Da konnte ich das Spiel nicht mehr öffnen. Ich habe mich hier mit Facebook verbunden mit dem Game. Habe ich mal deinstalliert, weil ich halt dachte, dass man das immer öffnen kann und so weiter, weil ich es halt eben zocken wollte. Und habe ich erstmal gedacht, ja, installierst es nochmal neu. Ist aber ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass dies nicht speichert. Aber es ist doch gespeichert. Ich muss mich nicht mal bei Facebook anmelden. Es hat einfach so gespeichert auf dem Handy. Also mein Handy ist richtig schlau bei sowas. Und ja, Leute, ich will jetzt nicht mal weiter labern. Ich fand's richtig cool. Ihr habt gerade meine Werte eben gesehen. Richtig, richtig cool. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.